was mir mein Aprilscherz einbrachte. Es war früh morgens. Ich zog mich an. Papa kam herein. Er sagt mir immer auf Wiedersehen, ehe er losgeht. Du, Alphons, in deinem Strumpf ist ein fürchterlich großes Loch. Ich finde aber kein Loch. Höher, etwas weiter links. Nee. Na, siehst du denn das große Loch nicht? Na, wo denn nur? Ich finde gar keins. April, April. Da war ich schön reingefallen. Und ich ärgerte mich heute zum ersten Mal. Am besten wäre es, ich würde jetzt ein paar andere Leute anführen, damit ich selbst über sie lachen könnte. Auf dem Schulweg riefen mir ein paar kleine Jungen etwas nach. Hey, du da! Du hast dein Taschentuch verloren! Ich drehte mich gar nicht erst um, sondern tippte nur mit dem Zeigefinger an die Stirn und dachte, die denken wohl, ich bin blöd. Ein zweites Mal falle ich heute nicht rein. Nachher in der Schule, als ich laut niesen musste, merkte ich, dass ich mein Taschentuch wirklich verloren hatte. Kaum war ich in der Klasse, begann der Ärger von Neuem. Du, Alphons, ich habe heute große Angst vor Erdkunde. Herr Bock will eine Klassenarbeit schreiben. Heute? Ja, leider. Ich hatte überhaupt nichts davon gewusst. Schnell holte ich mein Buch hervor und prägte mir noch vor dem Klingeln alle möglichen Dinge ein. Herr Bock schrieb aber keine Klassenarbeit. Ich sah fragend zu Erwin. Der grinste nur. April, April. Es hörte keiner, aber ich verstand es ganz genau. Nach der Stunde versuchte ich, einen Aprilscherz bei Pitt anzubringen. Pitt, du hast ja Löcher im Strumpf. Oh, du bist der Sechste mit diesem blöden Zeug. Lass das sein. Bei Erwin probierte ich die Sache mit dem verlorenen Taschentuch. Er zog seins gleich aus der Hosentasche und hielt mir's vors Gesicht. Hör du, Alphons, auf so eine Idee wie mit der Klassenarbeit in Erdkunde kommst du natürlich nicht. Dir fallen bloß abgeklapperte Sachen ein. Nach und nach hörten die Aprilscherze in unserer Klasse auf. Bis zum Nachmittag ging alles gut. Ich war wachsam und ließ mich nicht mehr anführen. Zu Hause schickte mich Mama in den Keller. Suppengrün heraufholen. Wieso hast du Suppengrün im Keller? Es hält sich dort besser. Wenn Suppengrün lange im Hellen liegt, schießt es ins Kraut, Alfie. Aha. Ich nahm den großen Schlüssel und ging in den Keller. Jedes Mal muss ich mich furchtbar abquälen, ehe ich das Schloss aufkriege. Doch im Keller fand ich kein Suppengrün. Ich riss nur einen Kohlenstapel um, als ich es suchte. Dann ging ich wieder nach oben. Ich habe überall gesucht, Mama. Doch dein Suppengrün ist nicht zu finden. Kann es auch nicht. Es liegt nämlich nur am 1. April unten. Suppengrün im Keller. Sonst schießt's ins Kraut. Suppengrün im Keller. Ich ging raus und setzte mich in die Stube an den Tisch und grübelte. Einen ganz tollen Aprilscherz wollte ich mir überlegen. Draußen hörte ich Mama noch lachen. Suppengrün im Keller. Ich beschloss, meinen großen Schlag beim Abendbrot zu führen. Papa kam nach Hause. Mama hatte nichts Eiligeres zu tun, als ihm gleich die Geschichte mit dem Suppengrün im Keller zu erzählen. Beim Abendessen blieb ich stumm. Ist dir die Petersilie verhagelt, Alphons? Ich meine die Petersilie vom Suppengrün im Keller. Da ist doch was los. Ärger in der Schule. Eine 4? Oder eine 5? Na los, raus mit der Sprache. Ich habe heute, weißt du, eigentlich nämlich einen Tadel bekommen. Papa räusperte sich. Das war ein schlechtes Zeichen. Der erste Tadel in meiner ganzen Schulzeit. Sonst hatte ich im Betragen immer eine 1. Nur manchmal gut. So. Einen Tadel. Ich habe 4-mal die Schule geschwänzt und den Lehrer einen Holzkopf genannt. Du hast geschwänzt und deinen Lehrer... Du hast deinen Lehrer einen Holzkopf genannt? Ich sah auf meinen Teller und nickte. Aber das genügte mir noch nicht. Ich habe auch in die Klasse gespuckt. Jetzt soll ich von der Schule fliegen. Das ist ja unglaublich.
Du benimmst dich in der Schule wie ein Wilder. Was hast du dir dabei gedacht? Was du dir dabei gedacht hast? Vielleicht nennst du mich nächstens auch einen Holzkopf. Marsch, ins Bett mit dir. Mama glaubte wohl, dass Papa noch wütender werden würde. Ich wurde ins Schlafzimmer geschoben. Nach einer Weile ging ich wieder in die Stube, um alles aufzuklären. Papa. Papa, ich habe doch nur... Ich will keine faulen Ausreden hören, Alphons. Und überhaupt, wir haben dich doch zum Schlafen gehen geschickt. Weshalb bist du noch nicht ausgezogen? Komm, raus mit dir. Die Tür flog zu und ich musste ins Bett gehen. Langsam wurde ich auch wütend. Na gut, dachte ich zuletzt. Dann sag ich es euch eben nicht. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich hatte schlecht geträumt. Im Traum hatte ich in die Stube gespuckt. Und Papa hatte mich dafür in einen Keller voll Suppengrün gesperrt. Mir fiel gleich wieder mein Aprilscherz ein. Leise stand ich auf, nahm ein Blatt Papier und den Füller und ging damit ins Badezimmer. Dort machte ich Licht und schrieb in großen Buchstaben: Der Tadel wegen Holzkopf und Spucken, auch Schwänzen ist alles. April, April. Euer Alphons. Den Zettel stellte ich vor den Spiegel, wo Papa sich morgens rasierte. Dann ging ich zufrieden ins Bett. Am nächsten Morgen sah ich Papa nicht. Mama stellte mir schweigend mein Frühstück hin. An diesem Tage, am 2. April, waren wir alle irgendwie ärgerlich. Das hat man nun davon, wenn man auf einen wirklich guten Aprilscherz kommt.